Das Great Barrier Reef vor Australien. Das größte Korallenriff der Erde ist vielerorts nur noch ein kahler Friedhof. Zu warme Meerestemperaturen haben in den vergangenen Jahren Korallenbleichen ausgelöst. Ein Massensterben. Jetzt folgen ernste Nachwuchsprobleme. Die Zahl der Korallenlarven ging letztes Jahr um fast 90% zurück. Ein noch nie dagewesener Verlust. Die Artenvielfalt im Meer ist massiv bedroht. Kann sich das Naturerbe davon jemals wieder erholen? Herzlich willkommen bei Nano. Dass die Korallenlarven sterben, ist nur die jüngste Hiobsbotschaft von diesem Naturwunder vor Australien. Die Hitzewellen, die durch die Ozeane jagen, die Versauerung des Wassers, all das setzt den Korallen schon lange zu. Und dann können sich wahrscheinlich durch den hohen Düngemitteleintrag auch noch Dornenkronen, Seesterne immer stärker verbreiten. Jede frisst 6 Quadratmeter Korallenfläche am Tag. Den Riffen geht es an den Kragen, und zwar viel zu schnell, als dass sich die Korallen anpassen könnten. Forscher wollen daher der Evolution auf die Sprünge helfen. Stuart Christie macht sich mit ein paar Freiwilligen auf den Weg zu seiner Korallenzuchtstation. Vor 2 Jahren hat er seinen Job als Ingenieur aufgegeben und sich entschieden zu helfen. Er findet, dass Wissenschaftler und Regierung viel zu wenig tun, um das Great Barrier Reef zu retten. Ich mache mir extreme Sorgen. Das Riff ist ein Markenzeichen, das Menschen auf der ganzen Welt bewundern. Aber für die Leute, die hier leben, ist es noch weit mehr. Wir brauchen es für den Tourismus, für unsere Wirtschaft. Wenn wir keinen Korallenriff mehr haben, bedroht das unsere ganze Region. Das ist ein guter Grund, sich leidenschaftlich dafür zu engagieren, etwas zu verändern. Einmal im Monat taucht er ab in seine Unterwasser-Korallenschule. Hier versucht er, besonders widerstandsfähige Arten zu vermehren. Ein Verfahren, das bereits in der Karibik erprobt worden ist. Etwa 1000 neue Korallen hat er so im vergangenen Jahr gezüchtet. Wissenschaftler sind gut darin, ihrer Wissenschaft nachzugehen. Aber wir versuchen hier einen Schritt weiter zu gehen, etwas umzusetzen, was anderswo schon erfolgreich getestet wurde. Wir müssen versuchen, etwas im großen Maßstab umzusetzen, damit wir eine Chance haben. Hier am Australischen Institut für Meeresforschung suchen sie fast schon verzweifelt nach Lösungen. In Aquarien wird der weitere Anstieg der Meerestemperaturen simuliert und beobachtet, wie unterschiedliche Korallenarten darauf reagieren. Wissenschaftlerin Kate Quigley sagt, wir suchen nach Wegen, der Natur im Labor auf die Sprünge zu helfen, denn allein schafft sie es kaum noch. Es geht darum, das Great Barrier Reef sozusagen klimafest zu machen. Wir versuchen, Riffe zu züchten, die den Temperaturen in Zukunft widerstehen können, die zum Korallensterben führen. Die klimafeste Superkoralle, ein extrem ehrgeiziges Ziel und ein langwieriger Prozess. Es gibt hunderte Korallenarten im Riff. Kate Quigley ist optimistisch, in einem ersten Schritt 3 bis 4 Arten retten zu können. Hier in der Petrischale züchtet sie vielleicht die Koralle der Zukunft. Wir haben Korallen, die die Massenkorallenbleiche im Norden des Great Barrier Reefs überlebt haben, mit Korallen gekreuzt, die diese Hitzewelle nicht erlitten haben. Und wir testen nun, ob ihre Babys eine Korallenbleiche besser überleben könnten. Keine Idee ist inzwischen mehr zu abwegig. Das hier ist eine Art Sonnencreme. Ein Film aus Naturmaterialien, der für 24 Stunden die Sonne reflektiert, bevor er sich wieder auflöst. Ein extrem aufwendiges Verfahren. Doch inzwischen klammern sich die Wissenschaftler an jede Hoffnung. Natürlich ist das keine Methode, mit der man das ganze Great Barrier Reef schützen kann, aber es ist eine Möglichkeit, um vielleicht besonders wertvolle Gebiete, zum Beispiel für den Tourismus, zu schützen. Eine Fläche von 1 Quadratkilometer etwa, auf der man die Korallenbleiche verhindern will. In Cairns kommen Touristen von ihren Schnorchel- und Tauchausflügen zurück. Es sind weniger geworden, seitdem die Bilder von sterbenden Korallen um die Welt gingen. Und Tourismusmanager Cole McKenzie ist deshalb stinksauer auf die Wissenschaftler, die seiner Meinung nach zu viel Panik machen, statt nach Lösungen zu suchen. 10% der Jobs habe man hier in den letzten Jahren deshalb verloren.
63.000 Arbeitsplätze hängen daran. Wir haben schon jetzt 6.000 Jobs verloren wegen dieser Überdramatisierung. Klar, wir hatten eine riesige Korallenbleiche und natürlich müssen wir etwas gegen die Erderwärmung tun. Aber die Korallen hier sehen immer noch großartig aus. Der Tourismusmanager unterstützt deshalb jetzt freiwilligen Projekte wie das von Stuart Christie. Etwas tun, statt immer nur zu forschen. Diese Devise verbindet die beiden. Hier werden die gezüchteten Korallen wieder an den Meeresgrund gebracht. Doch auch Christie weiß, dass er mit seinem Projekt nicht das ganze Riff retten kann. So groß wie Italien und mit Millionen Korallen. Es stimmt, das Great Barrier Reef ist ziemlich groß. Aber es gibt diese alte Weisheit, die sagt, wann war der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen? Vor 20 Jahren. Wann ist der nächstbeste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen? Heute. Das heißt, wir fangen heute klein an, aber wir sehen das Potenzial, dass unser Projekt wachsen kann, um das Riff für die Zukunft widerstandsfähiger zu machen. Die bunte Vielfalt des Great Barrier Reefs, auch wenn andere fürchten, dass es sie in ein paar Jahrzehnten nur noch als Illusion gibt, Stuart Christie und sein Team glauben fest daran, dass es nie zu spät ist, etwas zu verändern. Natürlich nicht. Wir haben die Zukunft unseres Planeten immer noch in der Hand. Der jüngste IPCC-Bericht sagt allerdings ganz klar, dass bei einer Erwärmung von 2 Grad plus bis zum Ende des Jahrhunderts so gut wie alle Korallen sterben. Und um 1,5 Grad noch zu erreichen, müssen wir uns richtig ins Zeug legen.